So, lassen Sie uns dieses Kapitel zu Peer-to-Peer-Systemen abschließen, indem wir noch den Bogen schlagen von DHT allgemein zu Peer-to-Peer-Systemen im spezielleren Sinne. Danach schauen wir uns noch ein paar Beispiele ganz kurz an und machen noch eine Zusammenfassung. Peer-to-Peer ist vielleicht die populärere Variante des Begriffes DHT, Distributed Hash Table, ist ja doch eher technisch. Das Kapitel heißt ja auch Peer-to-Peer-Systeme. Wo kommt das her? Peer-to-Peer ist erstmal zunächst mal ein ganz banaler Begriff. Das heißt, dass alle gleich sind in einem solchen System. Ich habe ganz am Anfang dieses Kapitels darüber geredet, Sie haben Clients, Sie haben Server. Das widerspricht ja eigentlich dem Peer-to-Peer-Gedanken. Es ist aber leicht zu reparieren. Stellen Sie sich einfach vor, jeder Teilnehmer in Ihrem System tritt sowohl als Client als auch als Server auf und damit sind alle Peers, damit sind alle gleichrangig dazwischen und alle tragen bei zum Aufrechterhalten dieser Distributed Hash Table. Das ist so diese Grundidee. Was Sie jetzt mit diesen Servern gemacht haben, oder diesen Peers besser gesagt, mit diesen Peers gemacht haben, ob Sie da Daten gespeichert haben oder Rechenleistung benutzt haben oder sonst was gemacht haben, das ist eigentlich egal. Konzeptionell davon. Von daher trennen Sie den Aspekt der DHT. Ich muss suchen in einem Overlay-Graph, und das möchte ich gerne logarithmisch schnell machen, von Peer-to-Peer als eine mögliche Anwendung. Ich habe einen Distributed Key Value Store mit einem DHT realisiert und damit mache ich jetzt irgendwelche besonderen Anwendungen, zum Beispiel Teilen von Dateien, Musik, Video, was auch immer. Nicht? Und da kommt es ja her, nicht? Das war die ursprüngliche Idee. Viele Leute hatten Musik runtergeladen und möchten die jetzt gerne teilen. Copyright, kommerzielle Verwertungsrechte ist uns doch egal. Das braucht uns nicht zu kümmern. Wir sind im Internet, das ist ein rechtsfreier Raum. Da kam das mal her. Und entsprechend war, ach so, späte 90er, Anfang 2000er, war das durchaus ein ernstzunehmendes Problem. Das gab Zeiten, in denen solcher Peer-to-Peer-Dateiaustauschverkehr über die Hälfte des gesamten Internetverkehrs ausgemacht hat. Relativ spät sogar, 2009 war das noch der Fall. Die Zeiten sind allerdings vorbei. Die Etablierung und einfache Nutzbarmachung von legalen, kommerziellen Plattformen, um auf solche Medien und Unterhaltungsinhalte zuzugreifen, die Spotifys, die Netflix, die Apple Musics und so weiter, hat das Problem eigentlich praktisch behoben. Es kommt eigentlich von der, in den Internetverkehrsstatistiken ist es kein in irgendeinem Sinne relevanter Anteil mehr. Dass es immer noch genügend Anwälte gibt, die damit Geld verdienen, das mag ich nicht bezweifeln. Aber aus einem technischen, mengenmäßigen Potenzial her ist das nicht mehr relevant. Dennoch haben Peer-to-Peer und insbesondere DHT-Systeme im Entwurf von verteilten Systemen als ein technischer Bestandteil, um solche Suchprobleme in Overlays zu lösen, absolut ihre Berechtigung und ihre Rolle. Setzen Sie bitte Peer-to-Peer nicht gleich mit Verletzen von Copyright. Das ist nicht notwendig. Das schüttet das Kind mit dem Bade aus. Vielleicht, wenn wir schon hier bei dem geschichtlichen Teil sind, gehen wir noch ein bisschen zurück in die Geschichte. Das geht ja schon tatsächlich sehr weit in die Vergangenheit zurück. Also ganz frühe Systeme wie das Domain Name System hat Peer-to-Peer-Aspekte. Ganz viele der verteilten Konsensverfahren. Es gibt also diverse Ideen, wo das sehr früh zu finden ist. Aber der populärste erste Ansatz ist sicherlich Napster gewesen, etwa 1998 eingeführt, bei dem sie Musik von Rechner zu Rechner tauschen konnten. Allerdings, Napster hatte die drollige Eigenschaft, ein Peer-to-Peer-System zu sein, das weitgehend zentralisiert war. Im Sinne von, die gesamte Suchinfrastruktur war zentralisiert. Sie haben eingetragen auf einem zentralen Server, welche Musikfiles Sie zum Download und Tauschen zur Verfügung stellen. Was natürlich dann der Musikindustrie ein leichtes war, das auszuschalten, sodass es dann zu einer zweiten Generation kam. Das waren Freenet, Gnutella, BitTorrent als noch wesentliches Beispiel, die Skalierbarkeit verbessert haben, Fehlertoleranz verbessert haben und diese Anonymitätsprobleme gelöst haben. Und das war der Punkt, wo dann Musikindustrie und Unterhaltungsindustrie wirklich
wirklich Bedenken hatte, dass das das Geschäftsmodell signifikant behindert und auch illegal ist. Und vieles davon war auch illegal in vielen Teilen der Welt. Dann kam später noch so eine dritte Generation hinterher. Das sind dann diese Pastries, Tapestries, Plexen-Routing-basierten Systeme, CORD. CAN ist ein Beispiel für ein System, das ganz anders die Distanzen strukturiert. Grids sind eher als Punkte in der Ebene aufzufassen und dann argumentieren sie mit euklidischen Distanzen, mit Manhattan-Distanzen in der Ebene. Also ganz, ganz anders aufgebautes System, aber funktioniert letztlich dann zum Schluss doch wieder ähnlich. Kademlia gucken wir uns noch gleich an. Und der wesentliche Unterschied hier war, dass damit die Anzahl der Hopser zum Ziel so eine logarithmische Schranke hatte. Das konnten sie in den Zweitgenerationssystemen nicht garantieren. Die hatten nicht die geeigneten Suchstrukturen, keine Distance-Halving-Eigenschaft dabei. Ja, das sind so die diversen Generationen. Wieso hat das eigentlich funktioniert? Was war da eigentlich die Idee dabei? Was ist für diese Musiktauschanwendungen oder Filmtausch-Szenarien so populär gemacht hatte damals? Naja, das waren einmal der Grund Anonymität und Robustheit. Es war eben dann mit zweiter und dritter Generation nicht mehr damit getan, einen einzelnen Server auszuschalten. Da hat es diese verteilte DHT-Struktur mit redundanter Speicherung der Daten, ist robust dagegen und das war ein Problem. Aber die Argumentation dafür, warum das eigentlich tatsächlich praktikabel ist, warum sie Musik eigentlich tauschen konnten, große Mediadateien, damals war Musik noch groß, große Mediadateien, von Video hat keiner geredet, war der Punkt, dass wir eigentlich eine Convergecast-Struktur bauen können, sodass sie eine große Datei aus verschiedenen kleinen Teilen von verschiedenen Lieferanten zusammensetzen konnten. Und das wiederum hat seine Berechtigung gehabt und seine Plausibilität gehabt in einem ganz banalen technischen Hintergrund, wie die meisten Haushalte angebunden sind an das Internet, damals angebunden waren und viele auch noch heute angebunden sind, nämlich über sogenannte ADSL-Leitungen, Asymmetric DSL, bei dem der Download, die Downloadrate deutlich höher ist als die Uploadrate. Das heißt, sie konnten relativ wenig ihrer eigenen Musik hochladen, aber sie konnten viel runterladen. Das heißt, um ihren Download auszulasten, brauchten sie viele, die Uploads durchgeführt haben. Und das war die Idee. Daraus kam dieses Peer-to-Peer. Eigentlich ist es ein Traffic Engineering, ist es eine Lastverteilung unter den Uploads. Im Sinne eines, viele Uploader sorgen für einen Convergecast bei einem Downloader, bei dem sie diese Datei dann zur Verfügung stellen. Das ist eigentlich der banale technisch-Szenario-Hintergrund, der Peer-to-Peer-Systeme damals relevant gemacht hat. Wie gesagt, durch die Spotifys etc. ist das alles, ist diese Form der Anwendung von DHTs technisch eigentlich weitgehend ohne Belang inzwischen. Okay, gucken wir uns noch zum Schluss ein paar Beispiele an. Das eine Beispiel ist eben schon gefallen, das ist das BitTorrent. Ich habe keine konkreten Statistiken dazu jetzt rausgesucht in letzter Zeit, aber mein Eindruck ist, dass BitTorrent noch das lebendigste dieser Peer-to-Peer-Systeme ist, dass es das durchaus noch gibt, vernünftig gepflegte Klienten dafür existieren. Das immer noch, ich bin sicher, völlig legal genutzt wird. Dabei ist diese Idee, dass Sie hier große Dateien in kleine Häppchen zerteilen können, die Sie dann wieder kryptografisch unterschreiben, sodass Sie sich sicher sein können, die richtige Datei zum Schluss zu bekommen, dass Sie diese einzelnen Häppchen auch nicht sequenziell laden müssen, sondern zum Beispiel sowas wie Rarest First machen können, wenn Sie wissen, dass Ihre große Datei bestimmte Teile bei relativ wenigen Partnern vorhanden sind. Dann ist es plausibel, erstmal diese seltenen Teile zu laden, bevor sie den Rest versuchen aufzufüllen. BitTorrent ist da recht clever, was solche Optimierungen, solche Heuristiken hier angeht. Geht angeblich sehr gut mit Churn um, eben durch solche cleveren Auswahlheuristiken. Und wenn Sie das jetzt auf so eine DHT abbilden wollen, diese Key-Value-Daten, die Sie hier eigentlich ablegen, der Value, der hier typischerweise abgelegt wird, ist eine Liste von Lokationen, eine Liste von anderen Peers, bei denen Sie
den Inhalt dieses Values, dieses Keys, den Inhalt für diesen Key dann entsprechend anfragen können. Das ist so die grobe Idee dabei. Ja, ach, das reicht eigentlich dazu. Es gibt noch so ein paar andere dazu. Mainline DHT ist etwas, was als Open-Source-Projekt noch eine überschaubare, kleine, kompakte DHT-Bibliothek Ihnen liefert, die auf Kademlia aufbaut, kommt gleich nächste Folie, und in eigenen Anwendungen wohl ganz gut integrierbar ist. Ich habe mir ehrlich gesagt etwas schwer getan dabei, schöne Beispiele zu finden, wie man einfach eine DHT in einem eigenen System integrieren könnte. Das war eines der wenigen Beispiele dafür. Dieses Kademlia ist schon ein, zwei Mal aufgetaucht. Es ist ganz lustig im Sinne, dass es eine wieder ganz andere Distanzmetrik zwischen GUIs benutzt. Und das funktioniert hier folgendermaßen. Wir fassen die GUIs hier nicht als irgendwie Hexadezimalzahlen oder sowas auf, sondern wir fassen sie als einen Bitstring auf. Und zwischen diesem Bitstring machen wir ein XOR. Und diesen XOR, das Resultat dieses XORs, fassen wir als ein Integer auf. Und das ist unsere Abstandsmetrik. Und tatsächlich, das ist eine Metrik im Sinne des Metrikbegriffes aus der Mathematik. Es ist symmetrisch, es erfüllt die Dreiecksungleichung und so weiter und so weiter. Und dann können Sie das wieder benutzen, um darauf sowas wie einen Ring oder sowas wie Pastry zu bauen. Es ist nicht identisch mit dem Plexen-Routing, aber es hat so die gleichen Ideen. Es fühlt sich ähnlich an. Sobald Sie eine Metrik zwischen zwei GUIs haben, können Sie damit alles Mögliche bauen. Genau. Naja, und jetzt machen Sie das, was wir vorhin mal kurz bei Plexen-Routing, bei dem degenerierten Plexen-Routing uns angeguckt haben. Sie bauen eine Routing-Tabelle, bei der Sie für jede Bit-Position in dem Schlüssel, die von Ihrem abweicht, eine Liste mit Nachbarn sich merken. Das ist im Prinzip die gleiche Idee. Genau, und an der Endenstelle stehen halt Knoten, die in n-1-Bits identisch sind mit Ihrem eigenen Key. Ja, diese Listen können sehr lang werden. Das kann sehr, sehr viele geben. Da werden Sie dann typischerweise wieder abschneiden auf eine Maximalzahl. Dann werden Sie sich wieder topologisch günstige dabei aussuchen und so weiter und so weiter. Eine vernünftige Lösung ist dann hier vielleicht sowas wie OpenDHT, mit dem Sie mit ein paar Zeilen sich Ihre eigene DHT zusammengebaut haben. Den Quellcode muss ich Ihnen hier jetzt nicht vorlesen. Das können Sie selber mal ausprobieren. Ja, und damit sind wir auch am Ende dieses Peer-to-Peer-Kapitels angelangt. Nochmal zur Betonung. DHTs, Distributed Hash Tables, als verteilte Key-Value-Stores sind eine wichtige, nützliche, praktisch einsetzbare, universell handhabbare, unverzichtbar sage ich jetzt nicht, aber doch sehr, sehr, sehr praktische Technik für den Entwurf verteilter Systeme. Das entstand im Kontext dieser Peer-to-Peer-File-Sharing-Anwendungen, hat sich davon aber schon lange gelöst, hat sich aus diesem beschränkten Use-Case herausgelöst und ist zur allgemeinen Technik geworden. Also nicht gleichsetzen DHT mit Peer-to-Peers. Und dieses Peer-to-Peer-File-Sharing, naja, das gibt es noch, ist aber doch eher eine Nischenapplikation. Es ist definitiv eine Nischenapplikation, wenn Sie sich Verkehrsstatistiken im Internet angucken. Das ist bei weitem verdrängt durch die YouTubes, durch die Netflix und die ganzen anderen Streaming-Services. Sodass die Welt hier tatsächlich mal den Weg zurück in die Legalität gefunden hat. Und das ist doch eigentlich eine schöne Beobachtung, mit der wir dieses Kapitel schließen können. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.